in Canva richtig coole 3D-Designs erstellen, wie zum Beispiel diese hier. Das funktioniert schnell und einfach mit diesem neuen Canva-Update, denn es gibt jetzt in Canva eine neue App, die du dafür verwenden kannst. Ich zeige dir im heutigen Canva-Tutorial, wie das Ganze funktioniert und wo du die App finden kannst. Wir gestalten 1:1 dieses Design nach, also log dich schon mal in deinen Canva-Account ein und ich zeige dir, wie das Ganze funktioniert. Um dieses Design in Canva soll es gehen. Du siehst schon, wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter raus und rein zoome, es hat wirklich so die Optik, als würde dieser Text auf der Wand stehen. Und das funktioniert jetzt inzwischen mit einer neuen App in Canva, die du finden kannst. Du kannst hier wirklich deinen Textfeldern eine solche Tiefe, eine solche Optik verleihen. Im ersten Step brauchen wir natürlich ein geeignetes Bild. Ich füge bei mir hier einfach eine neue Seite hinzu und du findest unter dem Bereich hier links im Menü unter den Elementen natürlich auch die Foto-Library in Canva. Ich habe bei mir hier in der Suchleiste einfach mal Straße eingegeben oder Weg kannst du auch eingeben und dann findest du hier, wenn du weiter ausselektierst nach Fotos, die unterschiedlichsten Fotos, die du für dein Design verwenden kannst. Achte auch hier immer drauf, es gibt natürlich Bilder, die mit dem Krönchen gekennzeichnet sind, das heißt, die sind nur als Canva Pro-Nutzer kostenlos. Wenn du diese als Canva Free-Nutzer verwenden würdest, dann würde ein kleiner Betrag zu entrichten sein. Falls du Canva Pro mal kostenlos austesten willst, schau gerne in der Videobeschreibung vorbei, dort findest du meinen Affiliate-Link. Ich nehme jetzt hier mein bereits verwendetes Foto, ziehe es mir hier in mein Design und wenn ich das Foto einmal mit dem Rechtsklick anklicke, kann ich es wirklich hier als Hintergrund festlegen. Du hast natürlich noch die Möglichkeit, dieses Foto jetzt im Hintergrund weiter auszurichten, indem du einmal mit der linken Maustaste draufklickst, öffnet sich dieses Fenster und dann kannst du natürlich auch noch einen anderen Bildausschnitt von deinem Foto wählen, das du gerne verwenden möchtest. Gehst hier auf Fertig und schon ist das Foto entsprechend ausgerichtet. Im nächsten Step brauchen wir natürlich ein Textfeld. Ein Textfeld kannst du ganz normal natürlich durch Drücken der Taste T oder hier drüben mit dem Textfeld in der Menüleiste einfügen. Was wir aber brauchen, ist jetzt die neue App, um auch wirklich gleich dem Text den richtigen Effekt zu verleihen. Geh hier einmal in der linken Menüleiste unten auf den Button Apps. Dann findest du unterschiedlichste Apps in Canva, die du verwenden kannst. Und wenn du hier einfach mal runter scrollst, dann findest du bei Erstelle etwas Neues diese Typecraft App. Solltest du die nicht gleich finden können, dann gib einfach Typecraft hier in der Suchleiste ein, dann taucht die App auch bei dir auf. Einfach einmal anklicken. Und dann landest du in diesem kleinen Untermenü. Hier hast du oben die Möglichkeit, dein Textfeld quasi einzugeben. Ich sage jetzt hier, ich möchte hier Weg schreiben, also dieses Textfeld möchte ich nachgestalten. Das heißt, du gibst hier einfach den Text ein, den dein Textfeld auch haben soll. Im nächsten Step hast du die Möglichkeit, hier auch die Schriftart zu wählen, die du gerne haben möchtest. Also du kannst hier aus unterschiedlichsten Schriftarten auswählen. Eine Funktion, die ich noch vermisse, ist, dass hier sofort deine Brand Schriftart auftaucht. Das ist hier leider noch nicht mit integriert. Vielleicht kommt da ja noch ein Canva-Update. Das wäre natürlich super klasse. Also wähl dir hier deine Schriftart aus, die du gerne verwenden möchtest. Ich belasse das jetzt bei dieser Schriftart, Anton Italic. Und dann haben wir hier wirklich diese Gestalteroberfläche in diesem linken Menü, wo ja die Magie quasi passiert. Du solltest dich immer ein bisschen daran orientieren, wie wirklich dein Text dann in dem Design liegen soll. Wir sehen jetzt bei uns, okay, das W, das ist relativ groß, das E wird ein Ticken kleiner und das G ist dann quasi der kleinste Buchstabe in dem Textfeld. Und ein solches Design wollen wir nachgestalten. Also du kannst dich hier immer an den Formen in deinem Design wirklich orientieren. Wenn es ein Weg ist, der wirklich nach hinten hin dann von der Optik her kleiner wird, dann lass auch die Buchstaben entsprechend kleiner werden. Und wie können wir das jetzt tun? Indem wir hier einfach, du siehst die unterschiedlichen Punkte bei deinen Buchstaben, diese bewegen und verschieben. Wenn wir jetzt hier sagen, wir möchten das W einen Ticken größer machen und es soll eben so eine kleine abfallende Kurve werden, dann kannst du dir hier das in deinem Design hier in der linken Menüleiste
hier ausrichten, dass das wirklich so einen kleinen, ja, abfallenden Bereich hat. Das Gleiche kannst du natürlich auch unten tun. Und du kannst dem Ganzen hier auch eine andere Schriftfarbe geben. Das heißt, du findest hier auch diesen Color-Button, also den Farb-Button. Dort klickst du einmal drauf. Auch da vermisse ich leider derzeit noch die Funktion, dass man sofort seine eigenen Markenfarben zur Verfügung hat, die man gegebenenfalls in dem Brand Hub in Canva hinterlegt hat. Aber wie schon gesagt, vielleicht kommt da ja noch ein Canva-Update. Jetzt haben wir die Schrift schon in weiß eingefärbt und ich kann hier sagen, ich möchte das Ganze jetzt zu meinem Design hinzufügen. Gehe hier einmal auf den Button drauf und schon landet wirklich dieser erstellte Text, den wir hier links in der Menüleiste erstellt haben, in unserem Design. Und ich kann den jetzt weiter ausrichten und im Design noch weiter bearbeiten. Das heißt, ich orientiere mich jetzt hier, wir haben es im Design natürlich hier bei diesem Part quasi gemacht, macht das Ganze einen Ticken größer und kann mich dann nämlich auch weiter daran orientieren, sehe wirklich direkt im Design, was muss ich noch nachkorrigieren. Also ich sehe jetzt hier, das Ganze darf noch mehr abfallen, ja, das heißt, ich schiebe mir das hier einen Ticken kleiner und richte mir dann die Punkte auch hier noch weiter aus. Und sagt, das Ganze soll eben noch ein Ticken kleiner und abfallender werden. Geh hier auf Update Element und dann sieht man schon, wird das auch hier drüben gleich nachkorrigiert und geupdatet. Und du siehst, so haben wir ganz schnell und einfach hier wirklich schon diesen Effekt erzeugt. Das ist natürlich jetzt nicht perfekt, ja. Also justiere da immer nach, dass es auch wirklich in deinem Design richtig gut passt, dass wir dieses Gefälle hier schön hinbekommen, dass das wunderbar funktioniert. Und dann geh hier einfach immer auf Update Element, wenn du hier noch etwas verändert hast und richte das in deinem Design aus. Du kannst natürlich auch hier wieder die Möglichkeit verwenden, dass du dein Textfeld auch nochmals anders ausrichten kannst. Und du kannst hier sogar in der linken Menüleiste, siehst du, es gibt unterschiedliche Style-Effekte, die du auch noch deinem Text geben kannst. Du siehst jetzt hier Unfilled, also ein ungefüllter Text oder ein Text mit einer Outline. Und ich habe mich jetzt hier auch an diesem Outline-Effekt bedient. Und zwar habe ich gesagt, okay, innen drin soll das Ganze weiß gefüllt sein. Ich möchte aber quasi einen kleinen Rahmen drumherum haben. Und der Rahmen drumherum, der soll jetzt hier nicht in dem vorgeblendeten rosa oder lila Farbe sein, sondern das Ganze soll wirklich ins Schwarz gehen. Dann ändere ich mir das einfach in Schwarz, gehe auf Update Element und dann sehen wir schon, haben wir hier einfach ein bisschen schärfere Außenlinien und ich habe natürlich dann auch die Möglichkeit, das Ganze zum Schluss transparenter zu machen und mir dann wirklich hier in mein Design so rein zu platzieren. Also das, du siehst, das funktioniert richtig schnell und einfach und da kannst du die coolsten Designs damit nun machen, die jetzt wirklich so eine Tiefe noch haben und die Bilder, die du verwendest, noch weiter verdeutlichen. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt sage, okay, diese die Ausrichtung gefällt mir ganz gut, der Text passt an sich, dann kann ich hier ganz normal eine Kopie erstellen und kann dann sagen, okay, ich nehme das für mein zweites Textfeld, spare mir dann schon ein bisschen Arbeit, richte mir das Ganze nochmal hier aus. Und wenn ich jetzt einen anderen Text reinschreiben möchte, dann gehe ich hier einfach links oben, hier in dieses Textfeld und sage, okay, da soll jetzt stehen, gehe deinen und gehe hier unten einfach auf Update Element. Und schon habe ich eben hier auch wirklich den Text geändert und kann hier noch nachjustieren. Das G würde ich noch größer machen, ja. Also du siehst, du kannst hier komplett alles nachjustieren. Und ich immer hier auf Update Element gehen und schon hast du hier wirklich deinen Text auch geändert. Und zum Schluss natürlich kannst du noch weitere Elemente und alles Mögliche drumherum platzieren, was du sowieso schon von Canva kennst. Aber das gibt dir jetzt hier nochmal einen richtig coolen neuen Weg, deine Texte noch cooler zu gestalten und passender in tiefe Elemente quasi zu verwandeln für deine Designs. Du bist App-Entwickler und möchtest Canva deine App vorstellen? Dann findest du dazu weitere Informationen unter dem Video, denn Canva gibt dir jetzt als App-Entwickler auch die Möglichkeit, deine App direkt in Canva zu integrieren. Also schau da gerne vorbei, wenn du Interesse hast und hinterlass mir gerne einen Daumen hoch, wenn dir mein Video gefallen hat. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächsten Montag. Tschüss!